auf dem Land wohnt ein Mann mit seiner Tochter. Sie heißt Maria. Sie ist ein schönes Mädchen. Auf dem Land wohnt auch ein König. Ist jung und schön. Der junge König ist allein und sucht eine Frau. Da sagt der Mann, Meine Tochter spinnt gut. Sie spinnt Stroh zu Gold. Hier ist sie. Der König sagt zu Maria, Du spinnst das Bund Stroh zu Gold oder du stirbst. Das schöne Mädchen kann das nicht. Sie weint und weint. Da kommt ein kleiner Zwerg. Ist so alt und nicht schön. Warum weinst du, schönes Mädchen? Ich muss das Stroh zu Gold spinnen, oder ich sterbe, und ich kann das nicht. Da fragt der kleine Zwerg, Was gibst du mir, wenn ich das Stroh zu Gold spinne? Mein Armband, sagt das schöne Mädchen. Und spin, 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 der Zwerg spinnt das Stroh zu Gold. Der König ist glücklich. Hier ist ein Zimmer voll Stroh. Wenn du das Zimmer von Stroh zu Gold spinnst, wirst du meine Frau. Das Mädchen kann das nicht. Sie weint und weint. Da kommt der kleine Zwerg ins Zimmer. Was gibst du mir, wenn ich das Stroh zu Gold spinne? Ich habe nichts. Weint das Mädchen. Ich habe nichts. Da sagt der alte Zwerg, Wenn du Königin bist, gibst du mir dein erstes Kind. Das Mädchen ist verzweifelt. Ja, ich gebe dir mein erstes Kind. Und spin, spin, spin. Der alte Zwerg spinnt das Zimmer voll Stroh zu Gold. Der König ist glücklich und heiratet das Mädchen. Nach einem Jahr kommt das erste Kind zur Welt. Der König und die Königin sind glücklich. Da kommt der Zwerg zur Königin. Du gibst mir das Kind. Die Königin weint und weint. Sie gibt dem Zwerg alles, aber nicht das Kind. Gut, das Kind ist dein. Wenn du sagst, wie ich heiße, ich komme dreimal zu dir. Die Königin denkt die ganze Nacht. Wie heißt der Zwerg? Nun, Frau Königin, hier bin ich. Wie heiße ich? Die Königin nennt alle Namen. Heißt du Franz? Heißt du Peter? Heißt du vielleicht Augustin? Nein, so heiße ich nicht. Die Königin weint. Wie heißt der Zwerg nur? Sie fragt überall, wie Zwerge heißen. Da kommt der Zwerg das zweite Mal. Nun, Frau Königin, wie heiße ich? Die Königin nennt die ungewöhnlichsten Namen. Heißt du vielleicht Rippenbeist oder... Hammelwader oder Schnorrbein vielleicht? Nein, Frau Königin, so heiße ich nicht. Da schickt die Königin einen Boten durchs Land. Der Bote fragt überall, wie Zwerge heißen. Da kommt in einen dunklen Wald. Da ist ein kleines Haus. Ein Feuer brennt und ein Zwerg springt und singt. Heute back ich, morgen brau ich. Übermorgen hol ich der Königin ihr Kind. Auch wie gut, dass niemand weiß, dass ich Rumpelstilchchen heiß. Der Bote kommt zur Königin. Erzählt von dem Zwerg. Die Königin ist glücklich. Da kommt der Zwerg das dritte Mal. Nun, Frau Königin, wie heiß ich? Heißt du Kunz? Nein. Heißt du Heinz? Nein. Heißt du vielleicht Rumpelstilchchen? Da schreit der Zwerg vor Zorn und reißt sich entzwei.